Heute vor 10 Jahren war die Gründungssitzung von ZDF Neo. Wir haben ein Originalfoto von der Gründungssitzung von vor 10 Jahren. So sah das damals aus. Hier feierlich und würdevoll. Mutige Programmmacher haben mit ihrer Entscheidung für ZDF Neo zum Beispiel das Neo Magazin Royal erst möglich gemacht. Und dafür nochmal ein Dankeschön. Viele andere Kollegen bedanken sich auch. Und ganz kurz, Olli. Ja. Ich würde einmal zur Zeitmaschine gehen. Es ist jetzt nämlich mal an der Zeit, persönlich Dankeschön zu sagen. Und zwar nicht heute, sondern, und das ist das Besondere an dieser Sendung, direkt heute vor 10 Jahren in der Vergangenheit. Bleibst du ganz kurz? Ich bleib hier, ja. Ganz kurz einmal warten. Ich möchte nämlich den stolzen Gründervätern und den stolzen Gründermüttern, meine Damen und Herren, von ZDF Neo voller Demut und Respekt, wie es so in meiner Natur ist, in die Augen blicken. Ich möchte einfach den Menschen in die Augen blicken und sagen, Dankeschön. Also ich kann hier bleiben, ja? Ja, gut, dass du fragst. Ja, bis gleich, bis gleich. Alles klar. ZDF vor 10 Jahren, ich komme. ZDF Neo, ey. Was die alles geschafft haben, allein Bambule. Das Magazin mit Sarah Kuttner. Mega. Gleich bin ich da. Liebe Kollegen, wir sind heute hier, um Großes zu leisten. Für unser Lebenswerk. Die Loge der Visionäre. Man spürt förmlich die Kreativität knistern in der Luft. Dein, mein, unser ZDF. Mit unserem Programmangebot sind wir Marktführer in den Zielgruppen Gold Ager, Senior Watcher und verzweifelte Witwen. Aber das reicht uns nicht. Ran an die junge Zielgruppe, an die Frechdachse mit ihren Skateboards und immer mit diesen Big Macs. Ja, wir brauchen Programm für freche Teens und crazy Twins mit Feuer, die sich auch mal trauen, den Kopf aus dem Fenster zu strecken und lauthals zu schreien. Fuck you, this is my life! Alles klar, erstmal machen wir Mittag. Erstmal schreiben wir Geschichte. Dies ist der Antrag auf Zusendung eines Antrags zur Beantragung der Gründung eines Fernsehsenders. Ab heute heißt es Bye-bye Theaterkanal. Hallo, ZDF neu. Neo. Wie wollen wir das Programm füllen? Das gründen wir erstmal und dann sehen wir schon. Wir könnten Wilsberg wiederholen. Leute, Inspektor Barnaby, die Kids drehen durch. Wer drängt sich denn hier als neuer Sendechef auf? Wir könnten eine Trödelshow aus dem richtigen ZDF wiederholen. Jeden Tag, 4-mal. Hallo, guten Tag, mein Name ist Jan Böhmermann. Ich komme aus der Zukunft. Ich moderiere gerade die 10 Jahre ZDF Neo Spezialsendung vom Neo Magazin Royal. Danke, dass Sie heute so mutig waren bzw. sind. Schnapspralinen, das mit Alkohol. Och, wenn ich schon mal hier bin. Ihre Weitsicht und Ihr Mut, dass Sie mich all die Jahre, also das hätte kein anderer Sender. Warum nicht? Naja, es gab ja schon ab und zu mal ein bisschen Stress mit der Show und mit mir, also. Stress? Stress möchten wir aber nicht. Stress? Naja, was heißt schon Stress? Also diese eine Sache. Der Fall Böhmermann bringt gar die Kanzlerin in Bedrängnis. Wanted to take legal action against this comedian. Ein schweres Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bundesregierung prüft derzeit die Forderung. Ein Strafverlangen hinsichtlich des Moderators Jan Böhmermann, eine Ermächtigung zu erteilen. Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns. Naja, und so weiter und so fort. Also, euch noch viel Spaß. Mach mal so. Sieh's mal, Neo. Ciao. Super gelaufen. Ganz ehrlich, ey, Gänsehaut. Im ZDF gibt's nämlich Mitarbeiter mit Mut und Weitsicht, ohne Angst vor Stress. Und da kann man als Zeitreisender auch mal kurz einen Blumenstrauß überreichen oder mal ein paar Pralinchen. Ich meine, das Raumzeitkontinuum ist letztlich wie so eine Sendung im Hauptprogramm. Da kann wenig passieren. Wenig. So, da sind wir wieder. Das war das. Einfach mal Danke sagen. Da bin ich wieder zurück im... wo ist mein Studio? Hallo! Hallo! Hey! Was machst du hier? Blöde Frage. Ich moderiere eine Show. Aber spinnst du oder was? Raus mit dir jetzt! Ich moderiere eine Show, hey! Komm jetzt. Ich moderiere gerade was! Ja, aber natürlich machst du das. Aber weißt du, was ganz toll ist? Hier ist nur für Fernsehleute. Ich bin vom Fernsehen! Ja, und ich bin von der Polizei. Nee, du bist nur ein Hiopai von der Security-Firma. Die Polizei hat ganz andere Rechte als du. Was hast du gerade gesagt? Hiopai? Jan Böhmermann, Neo Magazin Royal, ZDF Neo! So! Du bist ein richtiger Supertyp! Zeig dir das. Was zeigst du mir, was? Hier. Zum Glück habe ich das ganze ZDF-Neo-Programm mit dabei. Das bin ich.
Neo Magazin Royal. Jan Böhmermann, ZDF Neo. Aha. Man kennt mich. Ich kenne dich aber nicht, du Spacko. Aber weißt du was? Hol mir irgendeinen Fernsehfuzzi her, der beweist, dass du ein richtig toller Supertyp bist, dass du wichtig bist, dann darfst du hier rein. Aber... Ich bin Jan Böhmermann! So, scheiß drauf, ich ruf den Welke an jetzt. Ja. Ja, Olli. Du, ich kann nicht zurück ins Studio. Die Security lässt mich nicht rein. Wer ist denn da und wo rein? Hier ist Jan Böhmermann. Du sitzt gerade in meiner Sendung. Lass mich mal wieder rein, bitte. Sind Sie wieder so ein Perverser? Jein. Was für eine Show überhaupt? Neo Magazin Royale. Kenn ich nicht. Olli, konzentrier dich. Meine Show auf ZDF Neo. ZDF Neo gibt's überhaupt nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. So, jetzt wird's langsam unangenehm, Freundchen. Hier, Vera Fake, Varu Fake, der Mittelfinger, das Gedicht, Sakto, Feige und verklemmt Erdogan, Menschenleben, Tanzen, Welt. Ah, ich verstehe. Sie sind verrückt. Balla, balla. Hören Sie auf, mich zu belästigen und löschen Sie meine Nummer. Danke, Thomas. Welke, ey. ZDF Neo gibt's überhaupt nicht. Stress möchten wir aber nicht. Hä? Was? Moment. Och Leute, was ist denn jetzt passiert? Gibt's ZDF Neo wirklich nicht? Aber dann wäre die Welt ja völlig... Dann wäre die Welt ja völlig aus den Fugen. Und die ZDF Neo-Stars hätten ganz normale Jobs. Hä? Was? Klaas, SPD-Chef? Witzig. Er immer mit seiner Satire. Oder ist das echt? Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ach du in ihrer Scheiße. Bittersten Stunde steht die deutsche Sozialdemokratie vor ihrer größten Herausforderung und das schon zum vierten Mal in dieser Woche. Mann. Die einst so stolze Partei von Willy Lemke, Brandt und Helmut Zerlett, Schmidt und Ingo Appelt. Ja. Wir brauchen endlich Inhalte. Alles andere ist mit mir als Parteichef nicht zu machen. Bums aus, Nikolaus. So. Klaas, Mensch, wach auf. Die SPD ist eine Sackgasse. Das ist eine Falle. Die SPD ist eine Falle. Lauf! Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr. Uff, Klaas ist SPD-Chef. Den brauche ich nicht anrufen. Der hat Fernsehen nicht mehr nötig. Okay. Aber ich kenne auch genug andere Fernsehpromis, die beweisen können, dass ich ein echter Star bin. Zum Beispiel... Joko, der ist bestimmt doch beim Fernsehen. Der Arme kann doch nichts anderes. Hüte Winterscheid, Ende Hut, alles Hut. Joko, alte Säge, ich bin's, Jan. Wie schön. Du machst jetzt Hüte oder was? Ja, Hüte. Die Socken für den Kopf. Fernsehen machst du gar nicht mehr? Joko? Ist alles okay dabei, Häschen? Joko, Pink und guten Abend. Sorry, das passt nicht zusammen. Kannst vergessen. Ich hätte aber auch noch was in Peppermint da oder was in Strawberry Retro Bubblegum. Also echt, ich weiß nicht. Klaus! Und nun neue Anproben mit Gundula Gause. Die Lottozahlen. 13. Guten Abend. 17. Guten Abend. 38. 45. Guten Abend. Das ist der Guten Hut, auf den Abend. Ich mein ganzes Leben gewartet habe. Guten Abend. Danke, Joko. Das Teil schickst du dem Seibert. Joko, wer sagt denn da immer guten Abend? Hallo, sag mal. Joko, reiß dich mal zusammen. Bei dir ist doch immer was los, ey. Sorry, wo waren wir? Joko, nochmal wegen Fernsehen. Du warst doch mal bei MTV. Ja, und danach war auch Schluss. Es gab halt irgendwie nicht so einen coolen Sender für Newcomer und egal. Was kann ich denn für dich tun? Welche Hüte brauchst du denn? Und wie viele vor allen Dingen? Und Quatsch, ich hasse Hüte. Das ist aber schlecht, ist nämlich ein Hutladen. Ja, was heißt hassen? Es ist eher... Ja. Außerdem kommen jetzt gleich volle Kanne, da habe ich eh nie Zeit. Leichter Ekel. Mhm. Da ist William Cohn zu Gast. Sorry, not sorry. Seid ihr happy? Hallo? Wow. Joko hat es ja noch schlimmer erwischt als Klaas, also fast. Moment. Und wieso ist William Cohn bei volle Kanne? Warte mal ganz kurz. Das sind doch sonst immer nur die Allergrößten. Ella Endlich und so. Wunderschönen guten Morgen. Hoher Besuch heute bei volle Kanne. The King of Comedy gibt sich die Ehre. William Cohn. Mit seinem William Magazin Royal feiert er Woche für Woche Rekordeinschaltquoten. Ich glaube, es er hackt. Ist der Hoffnungsträger im deutschen Fernsehen für intelligenten Humor. William ist in dieser kranken Welt ein Fernsehstar? Das Fernsehtanzorchester Ehrenfeld. Wir reden über eine bundesdeutsche Instanz. Das ist doch krank. 70 Jahre alt und so wichtig und so knackig wie noch nie. Nein, nicht ich. Ich bin erst 27. Ich meine natürlich unser Grundgesetz. Was? Hallo Gesetzi! Das ist doch krank. Das ist doch total krank.
doch der absolute Wahnsinn. William ist der einzige von meinen Neo-Kollegen, der auch ohne ZDF-Neo Karriere gemacht hat? Das darf einfach nicht sein. Stellt mal kurz eure laktosefreie Bulgur-Schorle zur Seite. Wow, wie originell. Hä? Ist das das Straßenfest der Broken Dreams oder was? Ist hier jemand vom Fernsehen? Ist das... Moment. Peter Fox! Das ist doch Echo Fresh! Wie nennt man einen Deutschen im Weltall? Allmann! Echo Fresh macht jetzt Stand-Up-Comedy. Der ist ohne ZDF-Neo wirklich komplett unten. Ich bin doch kein Assi. Oder? Hey, du! Hm? Komm mal her! Das Einzige, was noch dünner ist als du, ja? Das ist dein Haaransatz, okay? Keep cool, Jan. Bleib jetzt ganz ruhig, sonst hilft dir Echo Fresh nie, an der Security vorbeizukommen. Hey, Echo! Jan, versaus jetzt nicht. Wer bist du denn? Günther Lauch oder was? Momentchen mal. Es riecht nach Fritten und Bier und geplatzten Träumen. Ich krieg Hunger. Aber worauf? Ein Kessler ist? Nee. Pommes und Tietchen? Nielsen Burger. Bingo! Nils Bokelberg hat ohne ZDF-Neo eine Burgerbude aufgemacht? Hat früher ja angeblich wahnsinnig viel getrunken. Lieber mal nett sein. Streetfood ist ja keine Einbahnstraße. Nils Bokelberg! Ich habe keine Ahnung, wo Heike Mackert ist. Was? Nein. Was darf's sein? Nachdem du damals bei Viva warst, hast du doch MovieX moderiert. Bei ZDF-Neo. MovieX mit Donny O'Sullivan. So, alles klar. Bei ZDF-Neo. Im Rahmen des TV-Lab. Das TV-Lab. Neue Formate wurden da ausprobiert. Und was für welche. Ha! Jetzt ist er beeindruckt. Also, einmal überteuerter Hipsterburger mit Avocadoschlotze. Alles klar. Was? Nein. Sondern? Was hast du denn sonst noch? Nix. Das ist wenig. Ja, dann nehme ich eine große Pommes. Bitte. Na, Juti. Eine große Pommes. Lol. Marlene Lohse. Die kenne ich doch auch. Balance. Für dich habe ich eine wunderschöne Raupe. Die hat doch auch was auf ZDF-Neo gehabt. So, ab jetzt. Ab jetzt. Ach hier, im Knast. Guck mal an, eine richtige Serie. Es muss doch irgendjemanden geben, der in den letzten 10 Jahren auch ohne ZDF-Neo Karriere gemacht hat. Dennis Moschito, was macht der eigentlich? Im Knast, ZDF-Neo, die Serie, die war doch mega, oder? Hier, da hast du doch mitgespielt. Sondern? Was hast du denn all die Jahre gemacht? Weint. Ach du je. Aha. Oh. Oh Gott. Pantomime, ey, null Humor. Was für ein Irrenhaus. Moment mal, Laura Karasek. Die hatte doch in diesem Sommer so eine Talkshow auf meinem Sendeplatz mit einem ganz pfiffigen Namen. ZDF Neo ist der geilste Sender. Warum ich das sag? Gib mir meinen Vertrag. Verkaufen die da Bücher oder was? Aber genug über mich und mein fantastisches Buch. Ich hätte so gerne eine Show im Fernsehen bei einem jungen Sender, nicht ZDF-Aspekte, aber sowas in der Art, schade, dass es nicht gibt. Uff. Du hast auch was geschrieben? Dieser Drive, dieses Feuer, die müssen doch noch beim Fernsehen sein. Manuel Möglich? Ganz genau, in dem Buch... Habe ich eigentlich erwähnt, dass ich die Tochter von Helmut Karasek bin? Aber bitte nicht drauf ansprechen. Hatte ich eigentlich auch nicht vor. Hilft ja nichts.
Huhu. Eine ganz kurze Frage. Ja, ich bin es. Und ja, die sind echt. Und du bist doch Manuel Möglich. Wild Germany. Hier, von ZDF Neo, die Reportagereihe. Ich bin Manuel, Anfang 30 und lebe in Berlin. Ich bin immer noch nackt. Hey, du teile Freak, das bin ich nicht. Ich bin Schriftsteller. Guck mal, gibt's tatsächlich einen, der es ohne ZDF Neo besser hat als mit? Okay, ich gehe dann mal wieder. Ja, genau. Ich bin die Tochter von Helmut Karasek. Dann wird's jetzt Zeit für den ultimativen Joker. Der TV-Titan. Größer als ZDF Neo und dreimal so schlau wie ZDF Info. Johannes B. Kerner. Letzte Hoffnung, Kerner. Der traurigste Satz der Welt. Eva, Sekunde mal. Nerv nicht, du Trottel. Eva? Wer ist der Nächste? Lass dich überraschen. Ich liebe Überraschungen. Fast noch mehr als Geflügelwurst. Ingo, Nomsenfrisse. Hasta la vista, Ingo. Ich probier's einfach nochmal. Ingo Nomsen. Kerner, ey. Aber ich geb nicht auf. Ich gehe durch alle Instanzen. Immer. Mir egal. Jetzt greife ich ganz oben an. Hello? Hey, it's me, Jan Böhmermann, the Polizistensohn. Oh, really? What is... Jetzt folgendes. Are you still a TV celebrity without ZDF Neo? Are you still a star? Are you kidding me? I am Neil Dudgeon. Yes, yes, of course. Inspector Barnaby. Without you, ZDF Neo wäre nothing. Also completely empty, wenn es ZDF Neo noch gäbe. Empty? Wow. Breaking news. German TV host Ingo Nomsen dead. Oh, from the bottom of my heart, I know. Oh, Ingo. Oh, Ingo. Not Ingo. Meine Fresse, ey. Ich will auch bloß zurück. Wenn ich hier ohne ZDF Neo keine Stars treffe, dann muss ich selber ganz schnell zum Star werden. Dunja macht DSDS? Krank. Yes. Hallo. Hallo. Hey. Wer bist du denn? Joyce. Mein Name ist Joyce Ilk. Was ist denn deine Geschichte? Ich hatte einen Busunfall, als ich ein Katzenbaby aus einem brennenden Waisenhaus gerettet habe. Der Katze ist nichts passiert, aber ja, ich kann halt nie wieder laufen. Was aber auch nicht so schlimm ist, weil ich hab die Musik und mit Musik da kann ich fliegen. Und meine ganze Mega Familie... Mega-Story! So. Auf dich habe ich gewartet! Ich hab Gänsehaut. Ja, ne? Echt schön. Weil meine Familie... Geh mal los! Schaffst du. Komm schon. You can say when na na na. Völlig vergessen. Joycey. Und das ist besser als dein Gesang. Deutlich. Krass, leider nicht gereicht. Was seid ihr für Arschlöcher, ey? Fickt euch doch! Uff. Ich bin behindert, Mann! Zack, komm, nächster. Okay. So, verkack's nicht. Was bist du denn für ein Vogel? Hm? Was du für ein Vogel bist, hat sie sich gefragt. Hör mal, kannst du sprechen? Reiß dich zusammen. Mein Name ist Jan Böhmermann. Ich bin 10 Jahre in der Zeit zurückgereist und habe aus Versehen verhindert, dass ZDF Neo gegründet wurde. Und jetzt habe ich leider keine Fernsehshow mehr und ich brauche Hilfe, in mein Studio reinzukommen. Und alle, die mir helfen könnten, können mir nicht mehr helfen, weil die auch nicht mehr im Fernsehen sind, weil es ja ZDF Neo nicht gibt. Und deswegen wollte ich halt versuchen, auf diesem Weg ein Star zu werden, wenn es geht. Zum Star zu werden. Ich hab kein Wort verstanden. Leute, was sind hier für Idioten? Scheiße, wirklich. Das ist eine totale Zeitverschwendung. Aber ich hab doch noch gar nicht gesungen. Sorry, Kleiner. Mit dem Package, das wird nichts. Verstehst du? Nein, komm. Ganz kurz, ich würde. Nein, geh, nächster. Ich hab drei Songs. Ich hab drei Songs vorbereitet. Einmal Gottes Willen, ja, Gott sei Dank. Lieb, ganz lieb, danke. Von den Denker. Wow, we're going to Ibiza. Raus, komm. Wow.
back to the island. Sag, komm, nächster. Das ist der absolute Tiefpunkt. Ich bin ein Nichts, ein Niemand. Ich würde nicht mal eine Einladung zum Comedy-Preis bekommen. Alle meine Kontakte sind völlig wertlos. Wer kann mich denn jetzt noch ins richtige 2019 bringen? William? Mein lieber William? Na klar! Eine unbekannte Nummer. Du hast mich neugierig gemacht. Bist du es, Hot Maracuja 99? Ja. Wo bist du? Ich bin im Studio König. William, ich hab was für dich. Na nun, das knistert ja ganz gehörig. Ich weiß doch, worauf du stehst. Ich bin in 5 Minuten da. Yes. Florentin, was mit dir? Ich bin der Briefträger. Ich bringe den Brief. Der Briefträger? Ich trage den Brief. Ich bringe den Brief. Der Briefträger oder der Beefträger? Ich bin der Briefträger. Und ich bringe den Brief. Briefträger? Ja. Hast du irgendwas? Irgendwas Süßes, irgendwas Niedliches, mit dem ich Williams Herz gewinnen kann? Ach so, ja, was brauchen Sie denn? Ich habe eine Menge dabei. Irgendwas mit Katzen, wo er sich freut, wo ich sein Freund bin. Ah ja, das ist genau das Richtige für Sie. Super. Wenn mein genialer Plan jetzt aufgeht, werden alle ZDF-Neo-Stars wieder wie früher. Und William wird wieder, naja, William halt. Hatten wir miteinander telefoniert? Schade. Und nicht nur das. Schau mal, was wir noch alles miteinander gemacht haben. Guck mal. Hier, schau mal. Wir beide zusammen. Was hatten wir für einen Spaß und Erfolg? Du und ich. Durch dick und dünn sind wir gegangen. Das war doch nicht nur ein Job. Hm? Komm schon, William. Erinner dich. Wir zwei. William. Bin ich das? Natürlich bist du das. William, das ist ein super schöner Anzug. Aber ist der nicht ein bisschen unpraktisch? Der ist so, dieser feine Zwirn. Klar, die Zuschauer lieben das, aber bist das überhaupt du? So ein Anzug, ja. Ich meine, gibt's da nicht was, was besser geeignet wäre für dich? Das wäre wunderbar. So, und jetzt pass auf. Hier. Wow. Hm? Schlüpf doch mal rein. Wow, wow, wow. Das gibt's nicht, wow. Wer immer du bist ein Engel. Dank nicht mir, dank ZDF Neo. Kurz, wenn du dich einmal ganz kurz. Du gehst mir richtig auf den Sack. Doris, der Pfiffikus ist wieder da. Herr Krohn, guten Tag vom William Magazin Royal. Gehört er zu Ihnen? Ja, er ist mein Freund. Natürlich, Herr Krohn. Bitte sehr. Ich hab's mal wieder geschafft. Ganz alleine. Farewell, William. Wir sehen uns in einer besseren Welt. Nichts für ungut. Ciao. Okay, Jan. Jetzt werden Helden geboren. Einfach mal alles einschalten und ab durch die Mitte. Guten Flug, mein kleiner Freund. Ich muss mich der wichtigsten Mission meines Lebens stellen. Ich muss verhindern, dass ZDF Neo nicht gegründet wird. Lerchenberg, ich komme. Und zwar auf die Sekunde pünktlich. Schnapspralinen jemand? Das mit Alkohol. Ah, da bin ich. Ihre Weitsicht und Ihr Mut. Okay, jetzt oder nie. Das hätte kein anderer Sender. Nimm das. Ah! Viel besser. Wie die geguckt haben, als hätten die noch nie gesehen, wie ein Zeitreisender einen anderen Zeitreisenden zu Konfetti schlägt.
Okay, auf nach Ehrenfeld ins Studio König. Auf in ein neues, altes Leben mit ZDF Neo. Auf in ein Leben im Paradies. Wow! Da bin ich wieder, meine Damen und Herren. Hey, du Pfeife, was machst du in meiner Sendung? Moment mal ganz kurz, das ist immer noch meine Sendung. Nein. Doch. Nein. Doch. So, Freunde, jetzt wird's langsam unangenehm. Nee, stopp, stopp. Ich bin ganz kurz. Ich bin Jan Böhmermann aus der Zukunft. Beziehungsweise aus der Vergangenheit. Das ist meine Sendung. Hey, das ist meine Sendung, ey! Ich verstehe, Sie sind verrückt. Baller, baller. Ey! Ja. Welke! Ja, kein Problem. Nicht schon wieder!